Und jetzt geht ihr beide auf den. High five! High five? Genau, sehr gut. Ich glaube, bevor ich Ex gehe, trinke ich noch einen. Auf Ex. Gegen Ex. Auch rein. Sehr gut. Noch ein paar Hunden aufs Maul geben. Komm, friss! Schappi! Ajo, wie soll ich denn die einzeln... Schau mal, ob ich die einzeln pullen kann. Jo. Die blöde Kuh rennt mir jetzt auch noch hinterher. Aber, warte mal. Verfolgungsmodus... Ach so, okay, ja, klar. Quatsch. Ja. Rückzug strategischer. Damit es nicht zu viele auf einmal werden. Sonst wird es mir einfach zu viel auf einmal. Wurfball. Haben wir ja gerade gelernt. Oder ich habe es gerade gelernt. Wurfball lohnt sich nicht. Rückzug strategischer. Hauen die da mit Fleischblöcken? Tatsache. Gehen wir mal auf den Krugsoldat. Was sind ja alles Krugsoldaten? Tot, tot, na. Mensch, Fleisch. Moment, das muss ich festhalten. Okay. Kein Wunder, dass die keinen Schaden machen. Raus, braucht kein Schwein. Aber ein Schürhaken braucht auch kein Schwein. Alle markieren und Pause aus und einfach mal hier rüberlatschen. Ah, komm her. Tot. Ja los, Kamu. Steht da, lass dich abballern. Und wir haben gerade Stufe 4 im Nahkampf durch Kämpfen mit Waffen für den Nahkampf erreicht. Komm her. Zauber nehmen wir aber auf jeden Fall mit. Und den Armfuck befreien wir auch noch. Ich kann die armen, unschuldigen, süßen Tierchen doch nicht einfach der Gefangenschaft überlassen. Und bevor ihr fragt, ja, ich meine es auf richtig sarkastisch. Moment, bevor du da alleine hochmarschierst. Ja los, renn doch als Erster dahin. Hau drauf. So, jetzt gehen wir nochmal hübsch brav runter und zerdeppern die Fässer. Komm, nehmen wir auch noch mit. Haben wir jetzt wieder ein bisschen Platz in den Inventaren. So, hoch. So, hoch. So, kaputt. Ähnlich wie du. Und du. Und du. Und damit du dich nicht alleine fühlst, oder als Outsider. Mensch, sprechen kann ich auch nicht mehr. Du auch. Ich wusste, du würdest es mir heimzahlen, dass ich dich so lange hab warten lassen. So, matschen wir die mal ein. Und dann gehen wir auf den Huska, den Schamanen. Ui. Der Huska macht ja ganz schön Schaden. Du hast voll den Schaden, Alter. Ja, passiert. Komm, hau drauf. So, was ist denn das hier? Oh, habe ich überhaupt noch Tränke? Weißt du was, Mädel? Gib mir mal einen Trank. Ohne Alkohol halte ich das hier nicht aus. Was trinkst du noch rein? Ah, sehr gut. Gold, Lein, Tuch brauchen wir jetzt weniger, aber Gold brauchen wir, Gold brauchen wir, Gold brauchen wir, Gold brauchen wir. Ein stumpfer, dornenbewehrter Streitkolben. Erfordert Stärke 13. Ah, okay. Jo, wenn das so ist, dann müssen wir noch ein bisschen warten, aber den hebe ich auf jeden Fall auf. Von wegen Schaden und so und bald
auf Stufe 13 sein und so. Abgenutzter Bogen und ein Nietenleder. Was hatten wir so drauf? Alter, Verteidigung 18. Verteidigung 10 plus 5, Verteidigung 18, komm. Brauchen Verteidigung. Du hast einen 16er. 10er, nee. Verkaufen. Den verkaufen wir. Tuch und Leinen sind nicht besonders, sind nicht der große Fang, deswegen lassen wir den mal hier. Und marschieren straight mal wieder hier runter. Moment. Ja. Einfach zurücklehnen und genießen, wie die beiden da runter marschieren. Nochmal strecken. Bevor der Ernst des Lebens weitergeht. Ja, perfekt. Ui. Hey, Kumpel. Aufs Maul. Nochmal ein 12er. Ein 12 Goldschein. Ah je, jetzt habe ich Alarm. So. Noch gerade ein Trinken. Und ein Feuerbolzen einsacken, weil Zauber verkaufen sich gerne. Gut. Denke ich. Und auch ein Quicksave, weil hier bin ich schon mal. Naja. Nicht über Leichen gegangen. Ich wurde eher, besser gesagt, übergangen. Und zwar als Leiche. Lauft halt beide hoch. In gewisser Hinsicht wurde ich noch nicht mal übergangen. Nein, ich habe es nämlich voll abbekommen. Also, so ein Auswuchs an Dummheit sieht man auch selten. Erinnert mich an meinen alten Französischlehrer. Hehehe. So, gehen wir weiter. Noch ein Quickie. Und noch ein Howie. Oder auch drei Howies. Und ein Trinky. Alter, wie viele Tränke ich brauche. Hier ist einer rüber. Ach, geht grad nicht. Ach, müssen die Kappe ohne durchstehen. Hau drauf. So, jetzt aber. Ich hatte das Gefühl. Oh oh. Nee. Moment, erstmal das Gold, das ist wichtiger als die Olora. Sind jetzt hier drauf. Ach komm, nee. Ja, genau. Noch schnell ein Quicksave. Nicht, dass die am Ende rüberkommen und mich auch noch platt machen. Und jetzt heißt es warten, bis Olora wieder aufgewacht ist. Weil die blöde Kuh ist ja bewusstlos. Ja, deiner lebt schon wieder. Jetzt trinkst du Kratas oder ihr trinkt beide was. Ja, auf die Freundschaft. Noch ein Quickie. Warum nicht? Solange ich nicht auch noch so genauso oft lade, wie ich speichere, ist es kein Safe State mehr oder sowas. Wobei Safe State hier auch etwas langweilig wäre, denke ich mir. Gut, weiter. Komm her. Meine ich nämlich auch. Na, ihr auch noch. Komm immer auf die Schnauze, Club. Jetzt lasse ich mal wieder die nouveau-losen Kommentare. Stattdessen sammle ich lieber mal das Gold ein. Und zerdeppe ein paar Fässer. Der Psychiater würde so etwas auch Anti-Aggressionstraining nennen. Naja, solange ich meinen Hut nicht an irgendwelchen Hunden auslasse. Oder ein Eintagsschmeißfliegen. Seltene Mischung aus Eintags- und Schmeißfliegen. Nur nochmal für die Biologie Interessierten von euch. Und jetzt Marsch zurück, Kinder.
Ihr beide. So, du Marsch. Noch ein Stück zurück. Du Marsch. Kehrtwende draufhauen. Und den Finger bei der H-Taste müssen. Das sind alles nur Soldaten. Das sieht kritisch aus. Ich trinke noch rein. Ach, belegen tut er auch noch, der Krüppel. Wo ist er denn hier? Stopp gleich nochmal, komm. Euch beide auswählen und Z alles einsammeln. Sehr gut. Na, hat er gleich der Richtige den Gesundheitstank aufgesammelt. Ach, müssen wir noch ein paar Hunde verprügeln. Komm. Ein beflecktes Stoßschwert. Das hat besser auf dem Kasten. 3 bis 11. Na. Nee. Not reali. Ah, Futag der Tiermeister. Angenehm. Mein Name ist Minka Mutef. Komm, hau erst mit dem kleinen Vieh auseinander. Dann trinkst du einen und haust das restliche kleine Vieh auseinander. Und dann trinkst du noch einen und haust dann das restliche kleine Vieh auseinander. Dann haust du das Großviech auseinander. Und trinkst noch einen und haust dann das Großviech auseinander. Ja, wenn das so weitergeht, mutieren wir noch zum richtigen Alkoholiker. Ach, was haben wir denn jetzt hier? Nee, lass ich jetzt mal laufen und ziehe uns stattdessen zurück, weil dann regeneriert sich das Leben nämlich von alleine. Ach du Schande, uns gehen ja langsam die Tränke aus. Na, ein bisschen was haben wir noch, aber langsam, aber sicher. Verteidigung 5, Stärke 13. Stärke 14, Verteidigung 7. Ach, den behalte ich trotzdem mal. Weil den können wir früher benutzen als den hier. Stärke 13, Stärke 14. Gut, schauen wir mal. Gehen wir weiter. Noch ein Quickie. Ach, was sollten die jetzt? Ach ja, sag bloß. Sag, woher kommen die allesamt? Kommen jetzt alle von da oben oder was? Ein abgenutzter Bogen, was bringt denn der so? Ach ja. 7 bis 17. Das sagt er mir nicht. Jetzt bin ich beleidigt. Nee, aber, warte mal, 7 bis 17, was hat denn unsere Madame? Die kann der auch noch nicht benutzen. Die hat Geschicklichkeit 13. Ja, es dauert noch ein bisschen, die hat gerade Geschicklichkeit 11. Aber einen von den beiden behalten wir drin dennoch, weil 7 bis 27 klingt doch eigentlich schmackhaft.